gucken mal, ob jetzt gleich alle durcheinander fliegen oder ob wir jetzt einfach hier so einen abgeteilt kriegen. So. Einer macht immer einen Fehler. So. Du gehst auch mit. Los. Geh du mit, da seid ihr hier zu zweit. Das muss ich ja gar nicht machen, das könnt ihr machen. Ungefähr seit ich 5 war oder so. Nur da hatte ich gesagt, ich werde Tierärztin, weil mein Opa Tierarzt war und ich da viel Zeit als Kind verbracht habe, mit ihm in die Ställe gefahren bin, in der Praxis war. Genau. Dann werden wir von euch anfangen, das einmal ausprobieren. Und geht dann hinter die Ohren, einmal guckt das alles. Also ich muss zugeben, ich bin ein bisschen blauäugig in das Studium reingegangen. Es war halt dieser Traumberuf und das Studium ist halt der Weg dahin. Aber manchmal war es schon, dass ich mir gedacht habe, das ist sehr viel und ob ich das auch wirklich alles so schaffe, wie ich mir das vornehme. Immer schön ansprechen. Wir wollen jetzt auf die Seite, wir wollen uns möglichst nichts dazwischen stellen, oder? Weil wir wollen nicht, dass die uns an der Wand zerquetschen kann, sozusagen. Komm mal rum, Süße. Komm. Dann kontrollieren wir jetzt noch das Euter. Mhm. So machst du das sehr gut. Tatsächlich war der Grund, dass ich dachte, in der Humanmedizin hat man gar keine Freizeit und ich dachte, in Tiermedizin ist es vielleicht anders, aber da habe ich mich gewaltig getäuscht. Es ist exakt genauso, wenn nicht sogar noch schlimmer. Leipzig blickt auf die längste kontinuierliche Ausbildung von Tiermedizinern in Deutschland zurück. Seit einem Jahrhundert steht hier die Wiege der künftigen Heilenden für alles, was kreucht und fleucht. Carla Meyer und Svenja Ritter haben fast die Hälfte ihres 5,5-jährigen Studiums geschafft. Ja, weil die tauschen das immer mal durch. Also es ist nicht immer zuerst das eine und dann das andere. Eine Vorlesung jagte in den vergangenen 3 Jahren die nächste. Eine Prüfung nach der anderen galt es zu bestehen. Es ist weniger Praxis, als ich mir vorgestellt habe. Also es ist schon sehr viel Theorie und auf Folien schauen und nacharbeiten und vor allem sehr viel lernen. Das war mir schon klar, aber ich hätte irgendwie gedacht, dass man mehr Praxis hat. Früh 8 Uhr ist Vorlesungsbeginn. Wenn man jede Vorlesung besuchen möchte, was ich versuche, ist es halt wirklich wie ein Ganztag Arbeit. Das ist schon anstrengend und dann sitzt man halt jeden Tag im gleichen Hörsaal und sieht dann immer dieselben 4 Wände. Das ist kräftezehrend, aber man weiß ja, wofür man es macht irgendwann. Wissen Sie noch, welche Zellen eine phagocytäre Funktion haben in einem Gelenk? Man unterscheidet sie in Typ A, Typ B und Typ C. Die Datenbanken in den verschiedenen EU-Ländern sollen auch besser verknüpft werden. Und es kann schneller oder langsamer gehen. Jetzt kommen wir doch mal zum Klima. Hier sieht man zum Beispiel einen kleinen Mops und Sie sehen schon, dass es ein bisschen merkwürdig aussieht. Das heißt, dieses Schlupfloch wäre noch nicht gestopft quasi. Aber jetzt wird es spannend. Ist es ökologisch zu barfen, ja oder nein? Ja, das ist natürlich ein riesiges Thema bei Hunden und Katzen. Was erwarten wir zu finden? Worauf haben wir zu achten? Wo, an welcher Stelle steht das Getreide? Das ist polyarthritisch. Also das ist mehr ein aktives Prozess. Und dann danke ich Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Halleluja. Man sollte, glaube ich, sein eigenes Lernkonzept haben und auch ein gesundes Durchhaltevermögen. Also es ist nicht einfach, aber es lohnt sich. Helene Lederbocker hat die sogenannte vorklinische Zeit schon hinter sich. Im letzten Jahr ihres Studiums, dem praktischen Jahr, sammelt sie in jeder der 4 Kliniken der Fakultät praktische Erfahrungen. Heute darf sie eine Stute mit untersuchen, die mit einem Fohlen angeliefert wurde. Das Pferd war auch wegen einer Kolik hier. Das hat eine Torsio coli partialis und wurde operiert. Und jetzt ist sie noch zur Überwachung und zur Anfütterung langsam. Und wenn es ihr dann ganz gut geht und sie wieder die volle Ration bekommt, dann geht sie nach Hause. Helene hatte als Kind Haustiere. Durch die Fürsorge entdeckte sie, wie Tiere ihr Leben bereichern können. Ja, Tiere verurteilen einen nicht. Sie nehmen die Situation so hin, wie es gerade ist. Und ich bin einfach ungehemmter bei Tieren. Also ich rede auch gerne mit denen. Und ja, ich finde es ein bisschen schöner. Sie zeigen, was sie
quasi fühlen oder was sie denken, sofort. Und sie verstecken schon ihre Krankheiten, ihre Symptome. Aber das finde ich auch das Spannende, dass es so ein bisschen mehr Rätselraten ist. Ein anderes Pferd zeigt Probleme mit den Hufen. In der fakultätseigenen Lehrschmiede erlebt Helene, was Schmiedehandwerk mit Tiermedizin zu tun hat. Eine Schmiede gehört übrigens schon immer zur tiermedizinischen Ausbildung in Sachsen. Diese nimmt ihren Anfang allerdings nicht in Leipzig, sondern in Dresden. In der Elbestadt begründet 1774 ein Rossarzt eine private Rossarzneischule. Sie gilt als Vorläufer der Veterinärmedizinischen Fakultät. Heute steht auf dem Gelände, wo sich die Schule zuletzt in Dresden befand, ein Serumwerk. Professor Manfred Fürl hat sich seit seiner Pensionierung in die Geschichte seiner Ausbildungsstätte vertieft. Es ist schon interessant, wenn man dann an historischer Stelle steht, das Gelände Pillnitzer Straße, Zirkusstraße, das war auch ein Erlebnis, als ich das erste Mal gesehen hatte und als ich auch im Treppenhaus der medizinischen Tierklinik war und mir sagte, hier ist Johannes Schmidt gewesen, hier ist Ellenberger gewesen. Das ist einfach ein erhebendes Erlebnis. Nur ein einziges historisches Gebäude ist in Dresden noch übrig. Die Lehre beginnt vor 250 Jahren mit 6 Schmieden und 2 Schäfern. Häufiger auftretende Tierseuchen machen eine umfassende Ausbildung notwendig. 1780 wird die Schule schon zur staatlichen Tierarzneischule. Immer mehr Studierende kommen, es wird eng in Dresden. Leipzig bietet sich an, die Lehreinrichtung zu übernehmen. Die Stadt stellt ein Gelände von 60.000 Quadratmetern zur Verfügung. 1914 beginnen die Planungen. Komm, Helene, meine Helene. Komm, Mann, geh mal gut auf. Helene ist bei Schmiedemeister Jens Schlüssel und seinen Lehrlingen. Und, was verändert ist größer? Gucken wir von vorne. Fängt man mit dem Größeren zuerst an? Jo. Ah. Der linke ist größer. Okay. Sie lernt in ihrem praktischen Jahr, wie ein guter Huf orthopädische Probleme lösen kann. Der Huf ist eigentlich das Wichtigste vom Pferd. Unser Professor sagt immer, no Huf, no Horse. Das heißt, wenn das nicht funktioniert, dann kann man es eigentlich auch nicht mehr am Leben erhalten. Und deswegen ist es wichtig, dass es ein gutes Fundament hat. Und das sollte auch gepflegt werden, auf jeden Fall. Und das ist ja auch ein wichtiger Bestandteil von der Tiermedizin, da ein bisschen Verständnis für zu haben, wie sowas abläuft. Und es ist auf jeden Fall cool zu sehen, dass man später auch mit einem Schmied gut zusammenarbeiten kann. Wir fangen an. Schön, dass Sie da sind. Wir haben heute in der Klinikstunde keinen Patienten. Angesichts des Themas haben Sie wahrscheinlich ein ganz kleines bisschen Verständnis dafür. Wir wollen noch mal praktisch überreden. Carla und Svenja trainieren in der Kleintierklinik, wie sie Leben retten können. Was wir aber heute eigentlich lernen wollen, sind Thoraxkompressionen, das, was man früher Herzdruckmassage genannt hat. Wir wollen noch mal praktisch über Reanimationsmaßnahmen beim Kleintier sprechen. Sie müssten sich so ganz dunkel erinnern können. Für die beiden im 6. Semester bedeutet es heute nicht nur graue Theorie, sondern praktische Übungen. Ein bisschen dunkel, wenn Sie das erste Mal in die Situation kommen, dass ein Tierbesitzer mit einem toten Tier vor Ihnen steht oder ein Tier in Ihrer Praxis bei der Behandlung verstirbt, werden Sie sehr, sehr aufgeregt sein. Sehr viel aufgeregter als bei allen anderen Situationen. Aber machen Sie sich klar, alles, was Sie dann tun, kann dem Tier eventuell noch helfen, aber Sie können es nicht mehr schlimmer machen. Zum Teil wird an medizinischen Modellen geübt. Allerdings kommen wohl auch die Hüpftiere der Realität sehr nahe. Die Herzdruckmassage funktioniert beim Tier ähnlich wie beim Menschen. Jawohl, ich muss es jetzt genau zu übernehmen. Nur ist der Kraftaufwand von Tier zu Tier verschieden. Das ist echt so anstrengend. Und der Zug immer noch nicht. In der Studiengruppe fällt auf, es gibt nur wenige Männer. Das ist seit Jahren eine Tendenz. 80-90% der Studierenden sind junge Frauen wie Carla. Ich denke, dass einfach jetzt Frauen die Möglichkeit haben, es zu studieren, weil vor 50, 60, 70 Jahren wurde gesagt, du bist eine Frau, du darfst das nicht studieren. Und ich verstehe es auch manchmal, dass man irgendwie so körperliche Aspekte, wenn man irgendwie eine riesige Kuh hat, dass man vielleicht lieber als Landwirt auch
einen männlichen Kollegen sehen würde. Aber ich glaube, wir sind halt auch einfach wesentlich fleißiger. Die Geschichte der Tiermedizin in Dresden ist 150 Jahre lang eine Geschichte von Männern. Drei Männer treiben den Umzug nach Leipzig maßgeblich voran. Oskar Röder, Johannes Schmidt und Wilhelm Ellenberger. Professor Ellenberger ist ab 1903 Rektor in Dresden. Sein Grab befindet sich bis heute auf dem Annenfriedhof in der Elbestadt. Professor Föhrl liegt sein Andenken besonders am Herzen. Die Grabstelle existiert noch, doch die Grabplatte fehlt seit 1945 und das Grab ist in keinem guten Zustand. Das Ziel, zum 100. Todestag von Ellenberger 2029, soll es wiederhergestellt sein. Ich habe hier einen Flyer, wo Leben und Wirken von Ellenberger dargestellt ist. Und zum Beispiel dieses Bild, was hier Ellenberger typisch zeigt, das könnte ich mir auf dieser Tafel auch vorstellen. Ich finde das Bild faszinierend. Hier kommt die Größe seiner Person zum Ausdruck. Und als die Fakultät nach Leipzig übersiedelte, war Ellenberger schon sehr krank gewesen und war nicht in der Lage, nach Leipzig mit umzusiedeln. Und da hat sein Fachkollege Johannes Richter geschrieben, gleich Moses hat er seine Getreuen das Land der Zukunft nur zeigen können. Das Land der Zukunft wird Leipzig. Die Bauplanungen nehmen nach dem Ersten Weltkrieg Fahrt auf. Noch Jahre geht es hin und her, ob die Ausbildung der Leipziger Universität angegliedert wird oder nicht. Am 2. Februar 1923 ist es beschlossen. Die Veterinärmedizinische Fakultät gehört künftig eigenständig zur Universität Leipzig. Am 1. Oktober 1923 wird sie eröffnet. Der Fakultätsneubau gilt als Vorbild in Europa. Mehr als 8 Fußballfelder groß garantiert das Gelände eine konzentrierte Ausbildung. Die Institute und Kliniken sind klug nach den Gesichtspunkten des Unterrichtsablaufes während des Studiums angeordnet. Alle Wege sind kurz und durchdacht. Beispielsweise liegt die Anatomie neben der Pathologie. Das Lehrgebäude der medizinischen und ambulatorischen Klinik ist, nur getrennt durch Poliklinik und Schmiede, neben dem Lehrgebäude der chirurgischen Klinik und noch einer Poliklinik. Und alle Gebäude sind so gebaut, dass sie durch Anbauten erweitert werden können. Das Pathologische Institut lernen die Studierenden heute ab dem 5. Semester kennen. Es ist historisch außen wie innen erhalten geblieben. Von der Größe her kann man jetzt hier abschätzen, dass das jetzt ein kleineres Marsschwein sein sollte. Mhm. Ne? Und die sind beide vom gleichen Tier. Maxi Hertel und ihre Kommilitoninnen sind bald fertig mit dem Studium. Noch ein Semester ist es bis zum Staatsexamen. Während der Vorlesungen und Übungen in der Pathologie hat Maxi ihre berufliche Bestimmung gefunden. Es wird jetzt nicht unbedingt den Großteil der Studierenden betreffen, weil es ja schon auch, sind ja auch tote Sachen. Und ja, also mir macht das Spaß. Ich kann mir das später deutlich besser vorstellen, als in der Praxis zu arbeiten. Und da, wenn ich zumindest am Ende des Falls den gegebenenfalls noch lösen kann. Welche Organe habt ihr denn jetzt hier erkannt? Einmal die Milz, die Lunge. Die Lunge. Haben wir hier einmal. Und das Herz. Ja. Und das Herz. Schaut euch das erstmal in Ruhe an und versucht mal zu klären, wo sind die Veränderungen, dass ihr die dann auch beschreiben könnt. Das ist auf jeden Fall ein Herz. Und wenn wir es lokalisieren, ist es das rechte Herzohr, der rechte Atrium auch, mit einer Umfangsvermehrung. Und bei der Milz hier haben wir ja auch mehrere Umfangsvermehrungen. Wer traut sich denn von euch jetzt hier mal einen von den beiden eine Diagnose zu stellen? Also hier würde ich sagen, dass es sich um ein Hemangiosarkom handelt. Super. Milz-Helm-Angiosarkom. Die klassische Vorstellung vom Tierarzt ist die Kleintierpraxis oder gegebenenfalls auch der Gemischtpraktiker. Und das ist dann die Arbeit als Tierarzt. Vielleicht noch operieren. So, und da sehe ich aber, also es gibt ja viel mehr. So, du kannst in ein Lebensmittelüberwachungsamt gehen. Es gibt
die Ämter, die sich um den Tierschutz kümmern, dahin kann man gehen. Aber was vor allen Dingen mich denn interessiert, so die paraklinischen Disziplinen oder die Forschung in der Industrie, werden genauso Tierärzte gebraucht. Und es werden in der Patho, das gibt es auch noch als Bereich. Und da sehe ich mich eher, und das hat man aber wahrscheinlich so, wenn man an den Tierarzt als Berufsbild denkt, nicht auf dem Schirm. Die Operation einer Kuh gehört schon eher zum Berufsbild. Heute ist Helene bei einem Kaiserschnitt dabei. Schon vor dem Eingriff ist klar, ein Leben ist bereits verloren. Und natürlich ist es jetzt so, dass durch so einen Muttermund Bakterien einwandern können und das infizieren. Und deswegen haben wir uns jetzt dafür entschieden, okay, wir holen das Kalb raus. Das ist mit 99%iger Sicherheit tot. Aber wenn wir das jetzt weiter lassen, Muttermund ist offen, dann infiziert sich das und dann kann die Kuh sozusagen eine Blutvergiftung kriegen. Für erfahrene Tiermediziner sind Operationen mit tragischem Ausgang Alltag. Für Studierende wie Maxi sind sie manchmal Auslöser, eigenes Verhalten zu überdenken. Das Studium hat mich bewusster über Tiere, über unseren Umgang mit Tieren nachdenken lassen. Und dann irgendwann habe ich auch zum Physikum in der Dreh habe ich gesagt, nö, ich glaube, ich möchte entweder also nur noch dann bewusster Fleisch essen und jetzt irgendwann gar nicht mehr. So. Schön deine Hand oben drinnen lassen, bitte. Ja. Es gilt, das tote Kalb zu bergen und die Mutterkuh zu retten. Wer sich für dieses Tätigkeitsfeld des Tierarztes entscheidet, muss mit solchen Situationen zurechtkommen. Okay, ziehen. Ziehen. Okay, wir müssen mal wechseln. Okay, ziehen. Ja, super, super, super. Okay. Ziehen. Super. Einmal frei, danke. Das Kalb ist wie erwartet tot. So, deine Klemmen. Ja. Vier Stunden bemühen sich die Tierärztin, die Helferinnen und Helene, wenigstens das Leben der Mutterkuh zu retten. Die Kuh stammt aus einer Milchviehanlage nahe Leipzig. Ich zeig dir gleich, wie du das halten musst. Erst einmal sieht alles gut aus. Doch so sehr sich das Team auch bemüht, die Kuh wird es nicht schaffen. Drei Tage später stirbt auch sie. Für Carla und ihre Mitstudierenden zeigt sich das Studentenleben gerade von der leichteren Seite. Sie sind in der Schwemme, einem Studentenclub, und bereiten sich auf ihr Bergfest vor. Die Hälfte des Studiums ist geschafft. Eine Band wird auftreten. Viele der angehenden Tiermediziner zeigen verborgene Talente. Ich habe mit 5 angefangen, tatsächlich Blockflöte zu spielen, einfach weil meine Schneidezähne noch nicht durchgebrochen waren. Also man braucht ja quasi das adulte Gebiss dafür. Und dann waren meine Finger noch ein bisschen zu kurz. Und dann so mit 10 war man groß genug, um dann Saxophon zu spielen. Aber es war schon quasi immer mein Ziel, dann das Saxophon spielen zu können. Die Band ist nur ein Teil des Bergfestes. Richtig übel für die Person, die es tragen muss. Ja. Svenja gehört zur Kostümgruppe. Es gilt, etwas Einzigartiges zu schaffen. Ja, genau. Ich habe relativ viel bestellt, weil ich nicht wusste, wie viel wir brauchen werden. Aber gut. Und dann, wir brauchen es ja auch noch für den Kopf. Ja. Und dann müssen wir uns jetzt so ein bisschen überlegen, wie unser Schlachtplan aussieht. Ja. Jedes Semester schafft sich zum Bergfest ein Maskottchen, ein Jahrgangstier. Was hier entsteht, unterliegt höchster Geheimhaltung. Erst zum Bergfest wird es präsentiert. Sehr gut. Wir hatten am Anfang, ich glaube, 86 Einsendungen, also 86 verschiedene Tiere. Und haben dann über eine größere Abstimmung uns das auserkoren. Willst du es anziehen? Ich hätte es jetzt einfach einmal angezogen, dass man es sieht, so ein bisschen von den Proportionen. Der Giraffenanzug dient übrigens nur als Vorlage. Wir können ja noch 10 cm mehr auf jeder Seite machen. Neben der Kostümgruppe und der Band gibt es noch die Kalendergruppe, Kleidung und Merchandising, Choreografie, Chor, Tanzgruppe, Logo, Entwerfer, Zeitung und noch vieles mehr.
Erfahrungsgemäß benötigt das Bergfest ein halbes Jahr Vorbereitungszeit neben dem harten Studium. Ich persönlich war erstaunt, wie viele da teilnehmen wollten. Wir haben einfach eine WhatsApp-Nachricht geschrieben, wer alles mitmachen will. Und dann sind die beigetreten, die Lust hatten. Noch 4 Wochen sind es bis zu diesem großen Ereignis. Bergfest ist ein großes Campus-Festival eigentlich. Es ist jeden Tag irgendeine coole, spannende Sache los. Das Coole am Bergfest meiner Meinung nach ist, dass Studierende und Lehrende zusammen feiern und zusammen Spaß haben. Und ansonsten ist Bergfest für mich Zusammenhalt, ganz viel Zusammenhalt. Man stärkt sich gegenseitig den Rücken, man ist füreinander da, man feiert eben auch ganz viel zusammen. Vor allem, dass wir jetzt die Hälfte unseres Studiums geschafft haben. Der Bergtiermedizinstudium ist erklommen. Das Bergfest folgt einer langen Tradition. Als Ursprung gelten die Semesterbälle aus den 1950er Jahren der Fakultät. Sie werden Jahr für Jahr größer. Zeitungen entstehen und irgendwann soll es wohl 1987 das erste Matrikeltier, ein Känguru, gegeben haben. Leider existiert keine Abbildung davon. Ab 1989 ist alles dokumentiert. Ein Tier jagt das nächste. Ein Spruch ist cooler als der andere. Und jedes Jahr zur Bergfesteröffnung um Mitternacht wird es als Figur enthüllt. 2019 war es beispielsweise eine Robbe. Was es in diesem Jahr sein wird, bleibt noch ein Geheimnis. Ich finde, es ist hier einfach schön traditionsreich. Dass das über Jahre, über Jahrzehnte hinweg gelebt wird, dass wenn du irgendwohin zu einem Praktikum gehst und man hört, okay, ach, du studierst in Leipzig, ja, ich bin übrigens Matrikeltier Rabe oder Sonstiges, das ist schon einmalig. Maxi gehört übrigens zu den Orcas. Einmalig ist in Leipzig auch die Überschaubarkeit des Campus. Vieles steht unter Denkmalschutz und ist erhalten und wieder aufgebaut worden. Institute neben Kliniken, Tierversorgung und Wissenschaft, alles zusammen mitten in der Stadt. Leipzig ist die kleinste der 5 Ausbildungsstätten für Tiermedizin in Deutschland. Wenn du was nicht verstehst oder wenn mal was noch nachgearbeitet werden muss oder du irgendwie Interesse in einem spezifischen Feld hast, dann ist der Weg einfach kürzer. Die Matrikel kennen sich untereinander, so die Leute. Du kennst die kleineren Matrikel, du kennst die größeren Matrikel. Du kannst nach Hilfe fragen, du kannst gegebenenfalls Hilfe weitergeben und sagen, hey, es ist gar nicht so schlimm, wie es jetzt gerade im Moment aussieht. Wenn wir jetzt uns an den Maulkeil wagen würden, was an dem Modell jetzt nicht so möglich ist, da ja keine Zähne da sind, wie würdet ihr den denn ungefähr aussuchen? Den würdet ihr aus Holz welche nehmen oder doch eher aus Metall? Lorenzo Hilger ist wie Maxi ein Orca. Er arbeitet als studentische Hilfskraft im sogenannten PAUL, dem praktischen Ausbildungs- und Lernzentrum. Hier werden die ersten Schritte an Modellen probiert. Ich bin ja in meinem praktischen Jahr schon unterwegs und habe schon ein paar Sachen auch am echten Tier machen dürfen. Und es ist doch noch mal eine gewisse Überwindung da, weil das ja doch ein echtes Lebewesen ist und da ja auch der Besitzer mit beisteht. Es ist anders als an den Modellen, aber man hat halt eine gewisse Grundsicherheit schon drin, weil man weiß, was man ungefähr machen muss. Hier im PAUL gibt es Modelle für fast alle Tierarten. Die meisten werden mit viel Einfallsreichtum von Studierenden und Angestellten des PAUL zu Übungsobjekten umgebaut. Andere sind professionell hergestellt. Heute übt Lorenzo mit Studienanfängerinnen einen Hund zu intubieren. Vor allem auch bei der Katze, weil es sonst sehr nah an den Augen dran ist. Dass man da einmal guckt, dass alles. Genau. So macht man das häufig auch fest. Und je nachdem, was man zum Beispiel auch für Bindmaterial hat, manche nehmen so Scooby-Doo-Bänder. Tiermedizin oder auch Tierarzt an sich war schon immer so Traumberuf. Als Kind war er sowieso mit Schleichtieren spielen immer so das Nonplusultra. Ich bin auch mit Tieren aufgewachsen, immer Hunde, Katzen um einen rum gehabt, mal Kaninchen, mal Meerschweinchen. Und ich wollte halt einfach Tieren helfen können. Möchte dann jetzt einer das mal ausprobieren? Gerne. Den gebe ich jetzt einmal. Achtung, nicht pieksen. Einmal unten. Die Blutabnahme beim Pferd wird trainiert. Dann die Kanüle durch die Haut in die Vene.
Dann einmal umgreifen. Genau, dann gebe ich dir das Blutröhrchen als deine Assistenz. Dann kommt das Wasser, sehr gut. Und wenn das dann ausreichend gefüllt ist, das Röhrchen wieder rausnehmen. Und dann oben drüber einmal abstauen und die Kanüle raus. Sehr gut. Super gemacht. Ich denke, ein guter Tierarzt sollte vor allem auch für den Menschen und den Besitzer, der halt mitkommt, empathisch sein, die Sorgen verstehen. Weil die Leute kommen ja emotional geladen zu einem meist. Vor allem auch, wenn es schwerere Fälle sind. Die sind emotional und man muss halt dieses emotionale Feingefühl besitzen. Und man sollte natürlich auch gute fachliche Kompetenzen haben, dass man den Tieren auch wirklich so helfen kann, wie sie es verdient haben. Für Carla und Svenja geht's heute raus aus Leipzig. Zur Fakultät gehört 20 Kilometer von der Großstadt entfernt in Oberholz ein Lehr- und Forschungsgut. Hier sind auf wenigen Hektar viele Nutztiere versammelt. Hier erleben viele Studierende oft zum ersten Mal, wie ein landwirtschaftlicher Betrieb funktioniert. Hier können sie in Ruhe Diagnosen stellen, Handgriffe perfektionieren. So. Na dann, herzlich willkommen im Oberholz. Ja, vielen Dank. Wir machen heute jetzt eine Weiterführung eurer klinischen Ausbildung. Und was wichtig ist, ist, dass wenn man in so einen Betrieb kommt, man natürlich mit sauberen Sachen und dann zuerst in die kritischen Bereiche. Das ist in so einem Kuhstall immer die Kälber, das sind die anfälligsten. Schmeißt euch in Schale. So. So, okay, dann kommt mal zu mir hinein. Muss eigentlich gar nicht. Wieder zumachen? Mhm, dass er nicht abhauen kann. Also, dann nähert ihr euch diesem Tier ruhig und schaut erstmal, wie es sich verhält. Was tut dieser? So zu anfangen zu saugen. Ja, genau. Also, der ist interessiert an uns, nicht? Den Saugreflex ist auf jeden Fall stark ausgeprägt. Zu den wichtigsten Erkrankungen beim Kalb gehören unter anderem Atemwegserkrankungen. Wie würde man da jetzt untersuchen? Also was sind auffällige Symptome? Ja, zum Beispiel ein Husten. Husten, ja. Auch Nasenausfluss. Genau. Ihr Lieben, bitteschön, ran da mit den Stethoskopen. Wenn Fragen sind, soll ich bin hier. Ruhig stellen. Stell das mal ruhig. Ist natürlich jetzt fraglich, ob man das mit diesem Nuckeln und Schlucken gut hört. Man hört es ziemlich schlecht, aber man hört es. Ich habe tatsächlich vor, eher in die Rindermedizin zu gehen, weil ich Kühe einfach ganz interessant finde und halt auch dieser landwirtschaftliche Aspekt noch dabei ist. Ich komme selbst von einem landwirtschaftlichen Betrieb. Da denke ich, ist eine gute Stelle, wo man auch noch gut helfen kann. Einmal natürlich für die Wirtschaft, das gehört ja, dieser Aspekt gehört ja immer mit dazu, wenn man mit Nutztieren oder was zu tun hat. Aber auch natürlich, dass man irgendwie diese ganzen Haltungsbedingungen, die in Deutschland ja sowieso schon relativ gut sind, dass die noch irgendwie ein bisschen verbessert werden können. Das Lehr- und Forschungsgut Oberholz könnte als landwirtschaftlicher Betrieb so nicht in der freien Wirtschaft bestehen. Es dient der Lehre und Forschung. Bereits seit 1894 gehört es zur Universität. Innerhalb der philosophischen Fakultät gab es ein landwirtschaftliches Institut. Dazu gehörte das Gut. Hier wurde hauptsächlich im pflanzlichen Bereich geforscht. Es wurde erweitert, als die Veterinärmedizinische Fakultät 1923 nach Leipzig zog. In Oberholz sind auch die Sammlungen der Fakultät untergebracht. Das historische Erbe wird hier bewahrt. Die Instrumente, Publikationen und Fotos vergangener Jahrzehnte stammen meist aus dem Nachlass von Tierärzten. Anhand der Instrumentensammlung zeigen engagierte Pensionäre wie der Tierarzt Professor Füll und der Biologe Dr. Kiesig, welche körperlich anspruchsvollen Aufgaben Tierärzte mitunter erwarten können. Die Boditzer-Zanke dient der Kastration von Bullen, indem der Samenstrang hier eingeklemmt wird und zugedrückt wird. Und wenn du die mal hältst, dann ist das ein ganz schönes Gewicht. Das. Und
Ich stelle das den Studenten gern damit vor, als einen Eignungstest, ob sie denn für die praktische tierärztliche Arbeit geeignet sind, um auch mit so einem Gerät umzugehen. Aber bei 90% Mädchen, die zum Teil sehr schlank sind, ist das eine ganz schöne Arbeit hier damit. Genau. Die muss geölt werden, da geht es wieder. Es gibt auch die kleinere Variante, die für Schafe dann geeignet ist. Das ist dann für. Darf ich mal? Ja. Danke. Was du ererbst von deinen Vätern, erwirb es zu besitzen. Auf der einen Seite, dass man die Entwicklung, die Herkunft der Geräte, ihre Anwendung besser versteht, dass man aber auch Anerkennung und Achtung vor den Leistungen unserer Vorfahren gewinnt, die zum Teil mit sehr einfachen Mitteln doch großartige Leistungen vollbracht haben. Svenja und Carla haben heute eine Erfahrung gemacht, die ihre Vorfahren sicher in ähnlicher Weise erlebten. Es ist halt wirklich jedes Mal, wenn man irgendwie ein Tierbaby sieht, geht einem das Herz so ein bisschen auf, weil es halt wirklich super niedlich einfach ist. Und da gehe ich immer noch mit dem Blick dran, weil, also hat man ja, glaube ich, auch bei den Kälbern gesehen, dass ich einfach die ganze Zeit mit den Kälbern beschäftigt war und nur so mit 1,5 Ohren bei Hannes zugehört habe. Und das erste Kalb war tatsächlich hier in Oberholz, wo ich dann halt wirklich näheren Kontakt mit hatte. Die Studierenden wechseln zum nächsten Stall. Was Svenja und Carla jetzt bevorsteht, gehört zum Einmaleins jedes Tiermediziners. Hier haben wir jetzt vom Betrieb unsere Damen, die heute hier zur Untersuchung dran sind. Das sind zum Teil Tiere, bei denen es darum geht, sind sie tragend oder sind sie nicht tragend. Hat die Besamung also geklappt? Und es sind Tiere, die sind nach der Abkalbung. Das heißt, da ist jetzt einfach die Frage, ist da alles in Ordnung? Hat sich der Uterus gescheit zurückentwickelt? Und das sind also die Dinge, die wir heute hier anschauen wollen. Und dann gehen wir mal rein. Carla und Svenja sollen die Unterschiede erkennen lernen. Nach euch. Danke schön. Jeder weiß, wie es funktioniert prinzipiell. Wir brauchen also einen Rektalhandschuh. Es gilt, genau zu ertasten, ob eine Kuh trächtig ist oder ob nicht. Noch einen. Genau. Und dann einmal anziehen. Ja. Dann jeder ein bisschen Gleitgel. Einmal hier vorne und ein bisschen auf den Handrücken. Hier stehen 4 Kühe. Jeder nimmt sich eine. Mhm. Immer mal so ein bisschen anmelden vorher. Ne? Ja. Die hören uns zwar, aber die in der Mitte stehen, die können uns nicht sehen. Dann meldet man sich hier so ein bisschen an, hebt den Schwanz und mit so gespitzten Fingern dann vorsichtig rektal untersuchen. Genau. So, und wenn jeder seine Kuh ausgewählt hat, diese hier habe ich jetzt schon gemacht, dann sage ich euch, was da los ist. Zweimal haben Svenja und Carla das sogenannte Rektalisieren schon in einem Praktikum versucht. Und wer fühlt was? Alles warm und dunkel. Ich finde, der Uterus ist unter der Hand versammelbar. Sehr gut, das ist doch schon mal was. Also liegt komplett im Becken. Ja. Wie findest du die Eierstöcke? Ich dachte vorhin, ich hätte die Ovarien gefunden, aber war nicht. Aber war nicht? Nee, war es nicht. Findest also, glaube ich. Ich würde mal sagen, 500, bis man es wirklich kann. Ja. Ha, da ist es. Ja, sehr gut. Das ist echt gut. So, meine Damen, ihr habt Feierabend. Ja, muss reichen, ne? Ihr Befund? Trächtig ist wohl keine. Aber wie sich eine Gebärmutter und Eierstöcke anfühlen, das wissen Carla und Svenja jetzt. Der Tierarztberuf ist für mich die perfekte Mischung aus Wissenschaft, Kunst und Handwerk, sodass ich in allen drei Bereichen da auf meine Kosten komme, dass ich Sachen habe, die meinen Kopf anstrengen, dass ich aber auch Handwerkliches und Geschickliches habe, was mich einfach mechanisch ein bisschen fordert und einfach auch so dieses Künstlerische, also wenn man jetzt zum Beispiel eine Naht näht, das soll ja auch ein bisschen ästhetisch aussehen und nicht nur funktionell sein. Genau, und das ist für mich echt so ein bisschen das, was mich daran sehr reizt, auf jeden Fall. Okay,
Dann gibt es heute wieder zwei Aufgaben. Sie müssen einmal eine Suspension und eine Emulsion herstellen. Sie können ruhig mit dem Glas richtig rangehen an den Stab. Genau, dann läuft das nämlich besser. Da können Sie schneller gießen. Lorenzo und Maxi sind bei einem Kurs in der Pharmakologie. Einige Arzneimittel selbst herstellen, sollten sie als Tiermediziner können, falls es im Berufsleben einmal notwendig werden sollte. Natürlich gibt es auch Digitalwagen, doch im Unterricht kann es erst einmal schwerer sein als später in der Praxis. Ja, ich brauche noch was. Brauchst du noch was? Ja. Ich gebe dir was ab. Sie lernen den feinen Unterschied. Ein Gemisch von zwei Flüssigkeiten ist eine Emulsion. Okay. Vermischt man einen festen Stoff mit einer Flüssigkeit, ist das die Suspension. Das war abzusehen. Es fällt mir schon schwer, weil es sehr genau ist. Und gerade diese Handwagen ja, Milligramm genau sind. Und weil man das halt auch sonst nicht oft macht. Also das ja, hat man ja sonst vorher auch noch nicht gemacht. Aber es ist mal interessant zu sehen. Aber man muss schon dolle konzentriert bleiben und man darf auch nicht zittern. Das liegt mir so ein bisschen irgendwie, weil ich bin relativ perfektionistisch angehaucht. Und dann ist es immer ganz cool, wenn man das so wirklich so Punkt für Punkt machen kann. Ist auch so ein bisschen wie Backen. Und das finde ich ganz cool, weil ich backe auch gerne und das passt ganz gut zusammen. Woran sehe ich, dass das homogen vermischt ist? Hier sollen es ja, glaube ich, nicht mehr sein. Das Labor und all die Gebäude, in denen heute so selbstverständlich gelehrt und gelernt wird, werden 1943 zu einem großen Teil zerstört. Nach dem Krieg steht die Frage: Wiederaufbau, Schließung und vor allem, wer soll diese Mammutaufgabe übernehmen? Einige Professoren haben sich für ihre Karriere mit den Nationalsozialisten auf gute Beziehungen eingelassen. Sie können nicht weiter beschäftigt werden. Andere verlassen Leipzig gen Westen. Viele Lehrstühle sind unbesetzt. Als Rettung kommt nach Ende des Krieges Professor Johannes Schmidt zurück, schon 75 Jahre alt. Er baut ab 1945 mit seinem neuen Kollegium die Veterinärmedizinische Fakultät wieder auf. Engagierte Menschen bestimmen damals wie heute ihr Fortbestehen. Also hier muss ich eindeutig sagen, das ist eine Geschichte der Menschen. Die Leistung der einzelnen Personen hängt ab von ihrer Kreativität, von Energie, von ihrer Begeisterung für die Disziplin. Ja. Fällt ein Satz von Professor Christoph ein, der seine Einstellung charakterisiert: Der Tag hat 24 Stunden, der Rest ist Freizeit. Und so gibt es für Professor Föhrl fast heilige Orte auf dem Campus. Da wären die Büsten von Wilhelm Ellenberger und seinem Schüler Hermann Baum im Anatomischen Institut. Professor Christoph vor der Kleintierklinik. Und da ist auch er, sein eigener Doktorvater, Professor Kolb. Manfred Föhrl studiert 1965 bis 1970 in Leipzig. Das ist die Zeit, als sich die Fakultät hauptsächlich auf Nutztiere spezialisiert hat. In der DDR werden Tierproduktion und Tiermedizin eng verknüpft. Und alles dient der industriellen Tierproduktion in der sozialistischen Landwirtschaft. Die Ausbildung an Kleintieren ist nur noch eine Randerscheinung und wird mehr als einmal in Frage gestellt. Im Bereich der Nutztiere erarbeiten sich die Leipziger auch internationalen Ruf. Ställe mit Tausenden von Tieren versprechen Nahrungsmittel und Wohlstand für viele Menschen. Fächer wie Lebensmittelhygiene werden erweitert. Dieser Bereich gehört bis heute zu einem wichtigen Tätigkeitsfeld für Tiermediziner. In allen Zeiten wird hart gearbeitet und gut gefeiert. Wenn die Hälfte des Studiums geschafft ist, heißt es Bergfest. Hier sehen Sie das Matrikeltier des Jahres 2024. Ein Eichhörnchen. Mit dem Spruch: Wir knacken selbst die härteste Nuss.
ich bin geil. Trinke Sekt, 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 die ist die schönste auf der. Eine Woche mit Festen und Aktionen ist ihr Lohn für durchlernte Nächte und bestandene Prüfungen. Auf geht's! Jedes Institut wird besucht und besungen mit einem der selbst gedichteten Lieder. Ich gehe auch mit rein. Ja. Also ich mische mich unter die Jugend. Das ist viel schöner als unter den Alten. Nicht jeder feiert mit. Ein seltenes Tier ist in der Klauentierklinik Patient. Helene darf es mit untersuchen. Und der ist ein 6 Wochen altes Kamel. Der sieht ziemlich groß aus für 6 Wochen, aber das ist bei den Kamelen so. Und der ist aus dem Zoo gekommen und vermisst ganz doll seine Mama. Der ist nämlich zu uns gekommen am Wochenende, mitten in der Nacht. Mhm. Er hat letzte Woche einen Strick gefressen, einen Strohstrick. Oje. Genau, und hatte dann ganz tolle Bauchschmerzen. Und die Bauchschmerzen wurden am Wochenende sozusagen so schlimm, dass sie den zu uns gebracht haben. Das ist auf alle Fälle ein ziemlich großer Eingriff da gewesen, den ganzen Magen sozusagen aufzuschneiden. Wir hoffen natürlich, dass er das übersteht. Da muss man, wie gesagt, immer gut aufpassen, dass die einen nicht treten. Und ruhig auch zählen, du hast ja deine Uhr mit. Helene weiß, welchen Weg sie nach ihrem Staatsexamen in einem halben Jahr einschlagen will. Langfristig gesehen würde ich schon gerne auf dem Land arbeiten, am liebsten mit Großtieren. Wobei mich aber auch die Kleintiere schon noch mit interessieren. Also ich könnte mir auch vorstellen, mich später mal niederzulassen, wenn ich die nötige Erfahrung habe und dann eine eigene Praxis zu haben. Ja, das wäre schon schön. Gut, dann probieren wir jetzt mal, ob der trinkt. Da gibt es spezielle Rezepte sozusagen für Kamelidenmilch. Ah, okay. Die man sich selber zusammenmischt. Und wie beim Kalb auch, muss sie aber schön warm sein. Deshalb hatten wir die jetzt in 38 Grad. Und jetzt probieren wir mal. Ich habe selber den auch noch nicht versucht zu tränken. Gehst also schön vorsichtig ran und probierst mal. Du hast ja auch schon Kälber getränkt, ob er das mitmacht. Genau, am besten von hinten rüber um den Hals fassen, ans Halfter fassen. Fass ans Halfter mit der rechten Hand. Oh, ja. So eklig ist es auch nicht. Das will er wohl nicht. Genau, einmal ins Maul. Wenn das nicht geht, lassen wir den. Guck mal. Guck mal, schmeckt dir das vielleicht? Nein, schmeckt nicht? Nee, okay, lass raus. Ist jetzt geplant eigentlich heute oder morgen, dass der nach Hause geht. Und dann kann er an der Mama trinken und hoffentlich auch sozusagen wieder Kondition zunehmen. Ja, gut. Okay. Der kleine Kamelbulle darf am nächsten Tag zu seiner Mama in den Chemnitzer Zoo und er wird sich gut erholen. Lorenzo ist zum letzten Mal Zeuge eines Bergfestes. In einem halben Jahr ist sein Studium vorbei. Er und alle anderen können sich sicher sein. Auch ihr jetziger Dekan, Professor Thomas Fahlenkamp, wird wie seine Vorgänger dafür sorgen, dass die Fakultät in Leipzig noch lange weiter besteht, das Erbe bewahrt wird und Neues sich entwickelt. Leipzig, 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 Leipzig,